Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar wieder ein Food Haul. Eigentlich hätte ich am Montag einkaufen müssen, heute ist Donnerstag und ich habe das alles so ein bisschen gezogen und habe es bis heute geschafft. Das Einzige, was wir noch nachgekauft haben, ist Brot und zweimal Schinkenfleischwurst. Das hat man noch nachgekauft und ja, was Dietmar zusätzlich bezahlt hat, einfach noch so, das waren ein paar Kartoffeln. Also brauche ich keine Kartoffeln mit von meinem Budget bezahlen. Ist auch nicht ganz verkehrt. Ja, ich denke mal, wir fangen erstmal an mit meinem Essensplan. Und ich habe was vergessen zu holen. Das fällt mir gerade auf. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann ich unten bei uns bei Diska holen. Das ist nicht weit. Kostet überall gleich viel. Die haben nämlich wieder eröffnet. Die hatten ja jetzt anderthalb Wochen zu. Und dann merkt man erstmal, wie das fehlt, dass man gleich so um die Ecke noch einen Supermarkt hat. Aber ich denke, wir starten einfach mal. Einmal soll es geben Spinat und Ei. Nudelauflauf mit Käsesoße. Die Käsesoße hatte ich mal für den Vorrat geholt. Den nutze ich gleich. Ach, wir waren draußen, mir krabbelt die Nase. Einmal Quarkeierkuchen, die gibt es dann am Samstag. Kartoffelsuppe, dann Senfsoße. Ne, Eier in Senfsoße, das hatte ich schon mal geplant, habe es dann aber nicht gemacht, da hatten wir irgendwas doppelt gegessen und da hatte ich wenigstens noch ein Gericht übrig. Dann gibt es Hackbraten mit Knödel und wer will Kartoffeln, das hatte sich jemand gewünscht, so mit Knödeln. Und einmal Chili. So, das war's dann schon. Ich habe echt gedacht, heute bis auf Spinat ist mir über die Woche nichts eingefallen, ne? Spinat mit Ei. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh, heute muss ich den Plan schreiben, wir müssen einkaufen gehen. Weil Dietmar hat heute Frühdienst, nee, morgen hat er Spätdienst. Das ist die Woche alles ein bisschen durcheinander. Und dann ging es aber ganz gut. So, jetzt starten wir ganz einfach mal. Zweimal Milch, einmal habe ich noch im Vorrat. Und dann... Nächste Woche ist wieder Frühdienst angesagt. Ich denke mal, so. Was haben wir da wieder? Brot. Brot. Zum Frühstück gibt es wie immer Toastbrot. Jetzt fällt mir da runter. Für den Nudelauflauf habe ich Macaronis geholt. Dann folgende Sachen da. Knödel zum Hackbraten. Meine neue Variante. Dann habe ich fürs Chili und also, habe ich Hackfleisch geholt. Das war im Angebot. Ich muss mal ganz kurz abtauchen. Es wird nichts geschnitten. Das bleibt einfach so hier drin. Ach je. Jetzt muss ich auch auf dem Fußboden herumkrabbeln. Es tut mir leid, ich bin zurück. Die Tasche ist so groß und der Stuhl ist so klein. So einfach ist das. Ja. So, jetzt schmeißen wir sie einfach hier in die Ecke. Dann habe ich geholt, achso, die Paprika-Lyone. Mal so. Zweimal Gurken, die kosten im Moment 49 Cent. Wisst ihr noch, wo die so teuer waren? Was kosten sie 49 Cent? Habe ich gleich zwei mitgenommen. Und die sehen richtig gut aus. Einmal Salami. Einmal Käse. Ich habe zwar eingefrostet, aber wenn man schnell mal was mit Käse einfach Sandwich oder irgendwas machen will, dann ist es doof, weil du kannst den gefrosteten Käse nicht auseinandernehmen. Das nimmst du einfach mal mit. Einmal Reibekäse für den Nudelauflauf und das war mal ein ganzer Donut. Einige von euch wissen jetzt, wer die andere Seite schon gegessen hat. Und derjenige isst auch gerne einfach Reibekäse aus der Schüssel. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Einmal Paprikapulver fürs Chili und ich zeige euch jetzt. Und ihr schreibt einfach in die Kommentare, was ich damit mache. Frischkäse und ein Camembert. Schreibt in die Kommentare, was ich da draus mache. Wer mich schon länger verfolgt, weiß es bestimmt. Ich finde es bloß ein bisschen komisch. Das waren immer solche eckige Schachteln vom, auch von Gutes Land. Und da gibt es nur noch den Kräuterfrischkäse. Die hatten jetzt die ganze Zeit überhaupt keinen Frischkäse von einfach von der, ich denke mal, das ist dann ihre Eigenmarke.
Und jetzt gibt es nur noch Kräuterfrischkäse und das kann ich halt dazu nehmen. So, machen wir mal weiter. Es ist nicht mehr viel. Ein was habe ich noch außer der Reihe gefunden. Das zeige ich euch zum Schluss. Einmal Tomaten. Das ist so das Obligatorische, was ich so an Obst hole. An Gemüse, an Obst. Gut, Erdbeeren ist auch Gemüse, ne? Wisst ihr ja. Mandarinen. Und die hatten sogar 50% Rabatt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich hatte euch ja in dem einen Video gesagt, dass das eine Mal die Mandarinen überhaupt nach nichts geschmeckt haben und die waren so richtig komisch, so ein bisschen strohig. Die ich danach geholt habe, die waren 1A. Die waren so saftig, süß und richtig lecker. Ja. Ich habe halt Fleisch irgendwie so ein bisschen im Fehlgriff gemacht. Ich hab keine Ahnung. Einmal, zweimal. Und für die Quark-Eierkuchen. Ja, da brauche ich Eiermilch. Habe ja ein Video irgendwann mal dazu gemacht. Es geht ganz einfach, schmeckt super lecker. Essen alle gerne hier. Und gehen halt auch schneller als Eierkuchen. Und das gab es außer der Reihe und das werden wir uns jetzt gleich zu Gemüte führen. Weil wer kriegt noch einen Kaffee? Ich definitiv nicht. Ich möchte nämlich schlafen. Ich habe da noch so ein bisschen ein Problem. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ihr seht es, bei mir gibt es nie riesen Foodhauls. Vielleicht mal wieder zu Weihnachten, dass es mehr wird. Bezahlt habe ich, hatte. Oh, gut, ne? Bezahlt habe ich 36 Euro und 2 Cent. Und das runde ich dann aber so, dass ich wirklich 4 Euro rein tue. Dann kommt noch der Spinat. Ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt kostet. Der kommt noch runter. Und da ist ein kleines bisschen was übrig geblieben. Und ich denke mal, ich werde noch nicht mal großartig was nachholen müssen. Und wir sind versorgt. Sieht nicht so aus, aber es funktioniert. So, das war es dann eigentlich wieder von mir. Und das Budgetiervideo kommt noch. Am, ich denke mal, Samstag. Und oh, da bleibt mir nichts anderes übrig, als wie immer zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich bin noch total abgehetzt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.